1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Schweiß. Was fällt euch zum Thema Schweiß ein? Leidet ihr vielleicht unter sehr starkem Schweiß? Steht ihr auf Schweiß oder findet ihr Schweiß unglaublich ekelhaft? Vielleicht gibt es in eurer Umgebung jemanden, der immer sehr, sehr müffelt, immer sehr riecht. Vielleicht sogar euer Partner, eure Partnerin. Und ihr kommt damit nicht zurecht oder ihr traut euch nicht, das anzusprechen. Was auch immer. Das Thema heute Nacht heißt Schweiß. Ich möchte mich sehr gerne mit euch darüber unterhalten. 0800 220 5050. Oder meldet mir unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Bin sehr gespannt auf all das, was ihr mir heute Nacht erzählen werdet zu unserem Thema. Und wir beginnen mit der Melanie. Und Melanie ist 42 Jahre alt. Hallo Melanie. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Grüß dich. Du hast mich angerufen zum Thema Schweiß. Warum? Ja, ich schwitze da, wo es eigentlich jeder sehen kann. Also wirklich jeden, wo es jedem auffällt und wo man es auch kaum kaschieren kann. Auf der Stirn? Nein, an den Händen. An den Händen? Ja, und das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, ne? Weil die meisten, ne, für mich ist es der blanke Horror, ja, also einem anderen Menschen die Hand geben zu müssen. Ja. Weil die meisten, ne, ich mag das dann, also die, ne, so verstohlen und dann wischen sie sich gleich die Hände dann an der Hose ab. Mhm. Ne? Also weil denen das so unangenehm ist. Ist das denn eine besondere Schweißentwicklung bei dir an den Händen? Oder ist es halt nur, wenn es wirklich heiß draußen ist? Ich denke mal, es ist der Auslöser. Also ich sag mal so, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an. Also ich habe auch Angst vor Händen, weil mit Händen kann man halt auch sehr schlimme Dinge tun. Wie meinst du das? Also ja, ich war 11 Jahre alt. Also ich bin jetzt 42. Also vor 31 Jahren. Ja. Und da habe ich mit meinen Händen, ja, ich war ein Kind, da habe ich mit meinen Händen also einen Menschen getötet. Ach, da warst du 11 Jahre alt. Ja, in Notwehr. Also das war der Liebhaber meiner Mutter, der meinen Vater umbringen wollte. Und den habe ich dann in Notwehr erstochen. Mit meinen Händen. Mit deinen 11-jährigen Händen? Ja, mit den Händen eines Kindes, eines kleinen Mädchens. Ja. Das hatte ich dir auch schon mal erzählt. Du hattest mal das Thema Notwehr. Hör mal, Melanie, ich hatte gerade so einen Flash im Kopf, wo ich dachte, Mensch, das hast du doch schon mal gehört. Ja. Das hast du mir schon mal erzählt hier. Ja, da war ich auch extrem aufgeregt, ja, weil da alles wieder hochkam. Ja. Und weil das ist immer, ich sitze immer noch in dem Raum, wo das passiert ist. Das ist in der Wohnküche meiner Eltern. Und wenn ich das sehe ich die Wand. Das heißt, du lebst immer noch in diesem wo das passiert ist. Du hattest diesen Mann mit einem Küchenmesser erstochen? Ja, mit einem langen Brotmesser. Mit einem langen Brotmesser, ja, in den Rücken? Nein, ins Herz. Ins Herz. Ne, der hatte sich umgedreht, ne, und ich habe ihn zuerst nur bedroht, ne, und mein Vater war schon sehr alt, also der Mann war 20 Jahre jünger als mein Vater, ne, und der wirkte mein Vater wie verrückt, ne, und meine Mutter stand daneben und hat nichts getan, und mein Vater, ne, so, ja, er hatte zuerst mich gewürgt, mein Vater ist dann dazwischen gegangen, ne, und das war halt so eine extreme Situation. Ne? War dieser Mann eigentlich gleich tot? Ja, das war, also er ist, glaube ich, auf dem Weg ins Krankenhaus. Mhm. Das weiß ich auch gar nicht mehr genau. Ne? Aber er hatte, also was ich nur weiß, es war so eine Riesenblutlache. Mhm. Es hat gespritzt. Überall sah man das Blut. Bist du damals, du hast ja wahrscheinlich als Kind, als Elfjährige, komplett unter Schock gestanden danach. Ja, ja. Warst du damals in einer Behandlung?
Ja, ich war in der psychologischen Behandlung und ne, aber seitdem mag ich das auch, ne, weil das immer wieder hochkommt, so die Hände, weil ich Angst vor Händen habe. Das ist ja völlig verrückt, dass du dich dann angesprochen fühlst mit dem Thema Schwitzen und Hände. Ich schwitze in den Händen und mit deinen Händen hast du mal als Kind so etwas getan. Ja. Ich glaube, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist was ganz Besonderes, ja. Als Kind, dass man halt auch die Kraft dazu hat, ja. Also so zustoßen zu können und dann auch gleich zu treffen. Ist eigentlich mit dir damals irgendwas geschehen? Bist du in ein Erziehungsheim, ein Kinderheim gekommen? Nein, es ist alles so weitergelaufen. Es war ja Notwehr und der Mann hatte mich ja vorher auch gewürgt und das sah man und mein Vater war ja auch, der ist ja auch später so ein knappes Jahr danach auch verstorben, ne? Ja. Und das halt, ne, und ich war halt 11 Jahre, also ich war ja wirklich ein Kind und ich wollte meinem Vater helfen, ne, und der Mann war auch so als sehr jähzornig und gewalttätig. Wie haben denn damals dein ganz enges Umfeld, deine nächsten und dich umgebenden Menschen reagiert darauf? Ja, mein Vater natürlich. Ich meine, ich habe ja meinem Vater das Leben gerettet, aber er war damals schon 84 Jahre alt. Ich hatte einen sehr alten Vater und er ist ja auch bald darauf gestorben. Aber ich war, also ja, mein Vater war mir natürlich dankbar. Gab es eigentlich auch mehr? Ich wollte meinen Vater retten. Ja, gab es auch? Er hätte meinen Vater getötet. Also mein Vater war also wirklich, also ne, der hat also wirklich so gewirkt, also ne, der wollte ihm irgendwie das, ich war also wie von Sinnen, weil er hat meinen Vater gegen die Wand und mein Vater war wirklich ein sehr alter Mann. Und ich wundere mich, Melanie, dass du heute immer noch in dieser Wohnung wohnst, dass du da nicht versucht hast rauszukommen. Ja, und in der Wohnung ist auch noch etwas Schlimmes passiert, also vor 2 Jahren ist meine Mutter in dieser Wohnung gestorben, da habe ich sie auch tot gefunden und seitdem ist das auch wieder mit den Händen, mit dem Schwitzen an den Händen so extrem geworden, dass ich auch nicht mehr arbeiten kann. Also das war für mich auch so, also ne, das waren dann die kalten Hände. Also ich habe meine Mutter und die hatte eiskalte Hände und da wusste ich sofort, die ist tot. Ja. Also sie hatte wirklich so eiskalt, aber meine Mutter hatte immer... Du hast gerade gesagt, seitdem das wieder mit dem Schwitzen der Hände so stark ist, seitdem arbeite ich nicht mehr. Aber das hat ja wahrscheinlich nicht nur mit den Händen zu tun. Nein, also ich sag mal, ich hatte sehr viele traumatische Erlebnisse als Kind. Ich hatte sexuellen Missbrauch und ich habe alles, also eigentlich so wirklich ein Horror. Lass mich nochmal fragen, bezogen auf den Schweiß und die Hände, das ist ja unser Thema. Ja. Ist das so, dass du deshalb auch bisweilen dann vor Kontakten zurückschreckst, weil du dich schämst, jemandem die Hand zu geben, weil deine Hand eben klitschnass ist? Nein, auch Angst vor Händen, weil man mit Händen halt, also Hände erlebe ich auch, mit Händen kann man Gewalt ausüben, extreme Gewalt. Also ich meine, ich hatte Beziehungen, da bin ich auch von Männern so auch geschlagen worden, also mit den Händen. Ja. Also wenn jemand schon so die Hand, das ist für mich so schon eine Bedrohung. Ja, das, ne? Weil mit Händen kann man, ja, wie gesagt, mit den Händen kann man ja Menschen töten. Ich meine, ich habe ihn ja nicht mit meinen Händen, aber das Messer hat ist klar, ja. Und er hat ja versucht, mit seinen Händen meinen Vater umzubringen. Hast du mir gerade gesagt, dass das irgendwie jetzt alles wieder so hochkommt in der letzten Zeit? Oder immer wieder mal hochkommt? Ja, natürlich, weil ich halt in dieser Wohnung, aber diese Wohnung lässt mich halt auch nicht los. Ich habe so dieses Gefühl, ich kann auch diese Wohnung nicht verlassen, weil da, also in der Wohnung habe ich so mein ganzes Leben verbracht. Und meinst du denn, dass aktuell dir eine intensive psychologische Beratung noch helfen könnte? Würdest du das wollen oder hast du da irgendwie so eine... Ja, auf jeden Fall, weil ich nämlich jetzt vor ein paar Monaten habe ich also einen ganz tollen Mann kennengelernt. Ah, so. Also einen ganz tollen Mann. Ja. Wir haben uns zuerst am Telefon kennengelernt und da hat er immer gesagt, ich hätte so eine ganz ruhige, gelassene Art in meiner Stimme. Ja. Er sieht ja dann meine Hände. Das heißt, du meinst, das dafür... Das man dann auch vielleicht gar nicht, weil sonst wirklich ja auch sehr ruhig. Nur jetzt halt durch dieses Gespräch bin ich ja auch ein bisschen aufgeregt. Verstehe. Und du meinst, du hast jetzt jemanden netten kennengelernt, dass es dafür sich auch umso mehr lohnt, nochmal richtig an sich zu arbeiten. Nein, also ich denke
denke mal, ich habe nicht nur jemanden kennengelernt, also ich denke, ich habe den Mann meines Lebens kennengelernt. Ah, ja. Also, dass das jetzt so ist, ne, also weil wir so, kann man sagen, so seelenverwandt sind. Ja. Also das ist ja nur eine tolle Sache, vor allen Dingen mit deiner Biografie, wo du schlimme Dinge erlebt hast, wie du gerade erzählt hast. Das habe ich ihm ja auch nicht erzählt. Also ich Ach, das weiß mal, er. Das werde ich ihm mal noch erzählen. Irgendwann schon, ja. Melanie, ich würde gerne, dass wir dich noch ein bisschen beraten im Hintergrund. Ja, das wäre sehr nett. Ja, das sind halt nicht nur diese, also weil meine Haut und also es ist, weil meine Hände sind immer rot und alles. Ja. Ne? Also es ist, jetzt fange ich auch ein bisschen an zu zittern. Also ja, deswegen lass es uns mal, lass es uns mal hier in der Öffentlichkeit abbrechen, damit das dich nicht noch mehr aufregt. Du kennst ja das Prozedere, da legst du bitte auf und du wirst von uns, heute von meiner Psychologin Sabine, angerufen und alles weitere könnt ihr in Ruhe besprechen. Und die hat das jetzt mitgehört. Die hat das mitgehört, ganz genau. Ja, das ist sehr lieb von dir. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und vor allen Dingen auch wirklich sehr viel Glück in und mit deiner neuen Liebe. Ja, und schön, dass wir uns wieder sprechen. Das hat mich auch sehr gefreut, Melanie. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, unser Thema heute Abend heißt Schweiß, nicht Schweiz. Wir hatten vorhin einen Anrufer, hörte ich so im Hintergrund mit, der meinte, das Thema heißt Schweiz. Wir würden uns auch gerne mal über die Schweiz unterhalten, aber nein, heute heißt das Thema Schweiß. Leidet ihr vielleicht unter sehr starkem Schweiß, unter sehr starker Schweißentwicklung? Wie geht ihr damit um? Habt ihr vielleicht sogar einen Fetisch? Den Fetischschweiß, dass ihr total auf Schweiß abfahrt, entweder bei euch selbst oder bei anderen Leuten, oder habt ihr einen unglaublichen Ekel? Gibt es ja auch, dass Leute, die so eine feine Nase haben, es gibt gerade groß erfolgreich im Kino das Parfüm, dieses Riechgenie. Es gibt ja Menschen, die so eine feine Nase haben, dass sie sofort riechen, wenn jemand irgendwie ein bisschen übermäßig schwitzt und man es gar nicht ertragen kann, dass man so einen Schweißmenschen an seiner Seite hat. Wie geht ihr denn damit um und wie verhaltet ihr euch? 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die kostenfreie, oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Jeanette. Jeanette ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jeanette. Hallo, Domian. Thema Schweiß. Ja. Ja. Ich habe ein großes Problem. Ich bin in jeder Klinik unserer Umgebung hier gewesen. Ich bin bei jedem Heilpraktiker, bei jedem Heiler, bei jedem Anbeter. Ich war überall. Ich schwitze pro Stunde. Das heißt, wenn es jetzt 1 Uhr ist, dann schwitze ich Punkt 2. Ich brauche keine Uhr. Der Körper ist in Sekundenschnelle klatschnass. Das dauert ungefähr 5 Minuten. In der Zeit habe ich Kopfschmerzen und mir ist so ein bisschen kotterig. Dann ist es wieder okay. Selbst beim Tennisspielen. Ich stehe mitten in der Uhrzeit klatschnass da. Mir läuft das Wasser aus den Händen. Ich muss den Schläger fallen lassen. Stopp, du sagst mitten in der Uhrzeit. Ist es immer nur zu bestimmten? Oder? Ja, immer fast genau eine Stunde. Manchmal geht meine Uhr etwas vor oder etwas später, aber. Also immer zur vollen Stunde, oder wie? Ja, man kann die Uhr danach stellen. Das haben wir also in den Kliniken versucht. Das ist, kein Mensch weiß, mir da zu helfen. Und das fängt zur vollen Stunde an und wie lange hält es dann an? Ja, ungefähr so 5-6 Minuten. Ja. Dann läuft mir das Wasser aus den Haaren, in den Kragen rein, die Hände sind nass, also um dir damit vorweg geredet hat, ich mag auch niemanden anfassen, meine Leute kennen das inzwischen hier. Also an allen Stellen, wo man am Körper schwitzen kann, schwitzt du wie wahnsinnig. Inzwischen juckt die ganze Haut am Körper, die Kopfhaut juckt, die Hände sind dünn geworden. Ist es also, auch so, wenn du ganz still im Bett liegst und völlig entspannt bist und genau so, ich werde wach durch das Schwitzen und das schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren geht das so? Und ich war überall. Ich habe jedes Organ, was es im Körper gibt, ist getestet worden. Es gibt eigentlich nichts Geheimes mehr an meinem Körper. Und keiner kann mir helfen. Das heißt, ich versuche mir das gerade mal so im Alltag vorzustellen. Du hast gerade vom Tennisspielen erzählt. Ja, das im Alltag ist es so, dass der eine Professor, bei dem ich war, wörtlich gesagt hat, es gibt Leute, die haben nur ein Bein, dann werden sie wohl mit ihr ein bisschen schwitzen klarkommen. Mhm. Natürlich kommt man damit klar, weil man sich irgendwann darauf einstellt, jetzt geht sowieso gleich wieder los. Nur mal ein schönes Kleid anziehen oder eine schöne Bluse ist absolut nicht möglich. Es gibt nur noch Baumwolle, weil wenn ich es ausziehe und auf die Kacheln fallen lasse, macht es Klatsch. Ja, also ich muss noch mal fragen, du bist wirklich klatschnass? Klatschnass. Es ist dir dann auch richtig heiß in dem Moment? Nein, heiß nicht, mir ist kotterig.
und mir, ich habe einen knallroten Kopf, man sieht es auch, wenn es kommt, das ist so diese bestimmte Röte. Wird das Herz auch schneller, der Puls? Ja. Inzwischen ist es eben auch so, dass die Psyche so ein bisschen untergeht. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man das 6 Jahre hat. Ja. Du kannst nicht in Urlaub fahren, du kannst nicht essen gehen, du kannst nicht auf den Geburtstag gehen. Weil inzwischen gehe ich schon wieder essen und ich gehe auch aus, aber in Urlaub fahre ich sowieso nicht. Aber einfach, es ist... Und das ist jetzt, das kommt immer zur vollen Stunde? Ja. Kommt es denn wirklich immer zur Stunde oder gibt es auch schon mal Stunden, wo es ausfällt? Nein, gar nicht. Das heißt also, du hast es 24 Mal am Tag? Ja. Ist ja unglaublich. Und inzwischen hat die Haut so kleine Pusteln gebildet durch das ewige sich abwischen, waschen. Wenn du in dem Moment nackt bist im Badezimmer oder so, siehst du, wie das an dir runterrinnt? Nein, also der Körper, man sieht es nur, dass der Körper nass wird, die Haut wird nass, die Stirn ist klatschnass und es läuft das Wasser aus den Haaren. Den Körper selber, der ist nur nass, in Anführungsstrichen nur. Ist das geruchsloser Schweiß? Geruchlos. Ja. Gott sei Dank, sonst würde ich mich, glaube ich, aus dem Fenster holen. Du musst eine irre Wasserrechnung haben, weil du so viel waschen musst. Ja, das habe ich die ersten Jahre gemacht und dann bin ich in einer Hautklinik gewesen und da hat man mir gesagt, um Gottes Willen, nicht immer Wasser drauf, einfach trocknen lassen, Unterwäsche, also Baumwollwäsche kaufen, die habe ich in Unmengen gekauft. Nicht waschen, weil es nicht riecht. Kein Deo benutzen. Nee, ich meine jetzt nicht deinen Körper waschen, sondern du wäschst auch wahrscheinlich ganz viel Bettwäsche und Kleidungsstücke und so. Ja, natürlich. Ich habe auch im Bett große Frottee-Bettlaken, weil so viel Bettwäsche kann man gar nicht besitzen. Ja, und die wechsle ich dann aus. Teilweise lasse ich sie nur trocknen. Fing vor 6 Jahren an, sagst du? Ja. Fing das schlagartig an oder schleichend? Nee, schlagartig. Ach, was war vor 6 Jahren? War irgendwas? Ich war beim Psychiater, ich war überall. Keiner weiß es. Wir haben alles aufgerollt. Also es gab keinen Schicksalsschlag damals? Eigentlich nicht. Irgendwas, was dich erschüttert hat, ein Schock? Oder? Nee, eigentlich nicht. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Nein, ich lebe alleine. Du lebst alleine? Das kann man einem Partner auch gar nicht zumuten. Das wollte ich jetzt fragen, wie geht dein Partner damit um, gar wenn nicht. Du das eingehabt hättest? Gar nicht. Man würde sich eigentlich nur schämen oder ekeln. Oder. Wie ist es denn so? Hast du einen Freundeskreis? Ja. Die akzeptieren das so? Akzeptieren es inzwischen. Beim Tennis ist es so, dann fliegt mir der Schläger mal auf die andere Seite und renne ich hinter dem Schläger her und alles lacht. Wie es in mir aussieht, weiß keiner. Also ich finde das ja wirklich auch sehr, sehr fast schon gruselig, wenn man sich das so anhört. Wenn du überall warst und alle Mediziner oder auch Nicht-Mediziner kommen nicht weiter und du hast immer zur vollen Stunde einen extremen Schweißausbruch. Ja. Auch beim Kartenspielen, wenn wir Karten spielen, dann muss ich erst. Ich habe immer ein Handtuch dabei. Ich bestehe überhaupt nirgends mehr, ohne dass ich in irgendein Tuch mit habe. Das heißt, wir haben jetzt 17 Minuten nach 1. Jetzt ist es schon hinter dir für diese Stunde. Gerade kurz bevor ihr anrief, war es gerade wieder. Da war es wieder. Es ist halt so. Das Einzige, was ich jetzt noch gedacht habe, ist, dass ihr vielleicht ein Forum habt, wo jemand irgendwas weiß. Oder ein Hypnotiseur. Inzwischen bin ich auch bereit, mich in Hypnose versetzen zu lassen. Aber ich weiß einfach nicht, was. Ja, ich meine, die Hypnosebehandlung seriös gemacht ist durchaus respektabel. Nur ich kenne auch niemanden, wo man hingehen könnte. Ich vielleicht kann mir vorstellen, wenn man so eine Odyssee schon hinter sich hat, von Ärzten, dass man dann auch irgendwann zu Leuten geht, von denen man früher gesagt hat, nee, zu sowas gehe ich gar nicht hin, ja, so ein Firlefanz. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Ja, Jeanette, ich kann es ja nur anbieten, vielleicht hat jemand zugehört, der eine Idee hat. Aber das muss schon eine sehr gute Idee sein, weil du hast ja, so wie ich es verstanden habe, sehr viel schon unternommen. Fast alles. Es gibt, glaube ich, nicht mehr, also außer dieser Hypnose, vor der ich eigentlich bislang immer Angst hatte, habe ich eigentlich alles hinter mir. Ja. Wenn ich du das bei einem, das auch noch machen. Wenn du das bei einem guten Psychiater machst, finde ich das durchaus seriös und kann man machen. Also, ich biete es dir an, Jeanette, wenn jemand irgendwas weiß oder einen sehr, sehr guten Rat für dich hat, bitte uns mailen an domian@wdr.de und wir erreichen es natürlich an dich weiter. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich kommt irgendwas, kommt was rum. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jeanette. Tschüss. Unser Thema heißt Schweiß. Und wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Helmut. Helmut ist 49. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Helmut. Hallo, ich mache mal ein bisschen Musik leiser. Ja, das wäre sehr nett. Ich höre das gerade schon im Hintergrund ein bisschen. Ja, Bob Marley. Bob Marley. Ja. So, mein Lieber, zum Thema Schweiß.
Ja, so vor etlichen Jahren, so vor 20 Jahren, bin ich mit einer Familie nach Jugoslawien, einmal in die warmen Länder gefahren. Mhm. Ja, und wie es dann eben so war, die Stimmung war gut, war alles optimal. Meine Frau und ich waren alleine im Schlafzimmer und dann machten wir Sex. Und wir haben geschwitzt wie die Aale, sag ich mal. Mhm. Also wir haben, wir waren beide richtig nicht nass und wir waren, ich fand das sehr angenehm irgendwie. Mhm. Also wie man die zwei Körper ja, so zusammen lagen und mhm. eben vor Arbeit und vor ne, von Veranstrengung eben ein bisschen nass gewesen. Ne? Mhm. Mhm. Und der Schweißgeruch hat mich in dem Sinne überhaupt nicht irgendwie beeinflusst, also ob der negativ oder positiv war. Ja. Ich fand's normal irgendwie. Ja. Und weiter? Ich dachte, da kommt, also du hattest mit deiner Frau heftigen Sex auf einer Jugoslawienreise und ihr habt sehr geschwitzt. Ja, genau. Und außer Anporn, also, und ich fand das sehr angenehm, also überhaupt nicht unangenehm, weil das ja, weil für mich gehörte das damals dazu. Ja. Und ist das denn heute auch noch oder ist es später dann auch so gewesen, dass, ja. Ja, es ist so gewesen, dass man, ich erinnere mich gerne immer an die Sommermonate, also, dass man da eben beim Sex eben geschwitzt hat und das war für mich immer normal irgendwie. Ja, und für deine Frau auch? Ja. Ja, und ihr habt dann auch euren Spaß mit dem Schweiß gehabt und das gehörte dazu. Ja, genau. Ob ja. ich jetzt vorher geduscht habe, nachher oder während ja. oder so, das ist ein, ja. spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall dabei war es auf jeden Fall. Ich hab's total fantastisch gefunden, wenn zwei Körper auseinander. Ja. Ich nehme mal so den Vergleich, wie die zwei Aale glitschen eben, ne? Ja. hat sich bis heute nicht verändert? Ja, und? Doch, ein bisschen schon. Ich bin ja ein bisschen älter geworden. Naja, gut, ja. Aber ich habe jetzt auch neulich, also ich bin ja dann irgendwann mal geschieden worden. Jetzt habe ich auch mal eine neue Perle kennengelernt und jetzt bin ich auch auf den Trichter gekommen, dass ich immer die Füße massiert habe. Mhm. Und dann hat sie auch nicht zufällig gerade vorher die Füße gewaschen und ich ja auch nicht. Mhm. Und da habe ich festgestellt, die hat den gleichen Körpergeruch an den Füßen wie ich. Also ich sag mal, ich habe vielleicht Chanel Nummer 5 und die hat Chanel Nummer 7. Oder umgekehrt. Und das hat dir gefallen? Das hat mir irgendwie total gefallen. Das hat dir gefallen? Ich habe die Füße geküsst, habe ich also bei keiner Frau vorher noch nie so gemacht. Ja. Und massiert und so. Und dieser Geruch, der gar nicht so extrem war, ich fand ihn angenehm, mhm. der hat mir wirklich gefallen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Geruch, den ganz viele Leute ekelhaft finden würden. Aber in dem Moment, wo ihr offensichtlich gut zusammenpasst, ist das für dich sogar was Anregendes. Ja, genau. Ja. Mhm. Interessant, das hast du auch noch entdeckt im hohen Alter von 49 Jahren, dass dich so etwas sogar anmachen kann. Ja, wirklich. Also das hat mich total fasziniert. Ja. Hat sie sich nicht ein bisschen gewunden und geschämt, dass du quasi an ihren ungewaschenen Füßen massierst und riechst? War ihr das nicht peinlich? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und steht sie denn auch ein bisschen auf deinen Geruch, auf deinen Fußgeruch? Ja, das denke ich ja schon, ja. Wurde noch nicht so thematisiert, aber könnte dann vielleicht noch kommen. Ja, also ein Befürworter des Schweißes, ne, kann man sagen, ist der ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja ich denke auch mal so, ich bin ja nicht ein Einzelkind und mit meinem Brüderchen, der ein Jahr älter ist, ja. Da machten wir früher, also da kann ich mich noch gut dran erinnern, immer so kleine Ringkämpfchen, wer stärker ist. Ne? Ja. Ist vielleicht logisch oder normal unter Geschwistern. Ja. Und ich kann mich also erinnern, dass wir da auch eigentlich immer ziemlich geschwitzt haben. Mhm. Bei diesen Kämpfchen, bei diesen, mhm. ja, bei diesem Kampf, wer stärker ist oder wer ja. das so Spielchen eben, ne? Ja. Da kann ich mich ja auch dran erinnern, dass wir da beide eigentlich auch immer sehr geschwitzt haben. Und war auch okay, hatte ich nicht geekelt. Nee, total nicht. Also mhm. null. Ja. Wahrscheinlich, weil wir auch aus einer gleichen Familie sind und den ähnlichen Körpergeruch haben oder so. Ja, kann sein, ja. Das kann durchaus sein. Nicht abstößt, ja. Ja. Ist vielleicht möglich. Helmut, danke für dein kurzes Statement ja, okay. in Sachen Schweiß. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche auch alles Gute für die Sendung. Die gucke ich ziemlich häufig und mache weiter so. Ne? Dankeschön. Vielen Dank, Helmut. Tschüss. Ja, ciao. Und hier ist der Frank und Frank ist 47. Guten Morgen. Frank ist nicht mehr da. Dann geht es weiter mit der Corinna. Und Corinna ist 49. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Corinna. Ich grüße dich. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Ja. Also ich habe ein ganz ähnliches Thema wie die Jeanette. Und zwar ist es bei mir folgendes. Ich habe immer schon früher sehr viel gefroren, also mehr als andere Mädels.
Aber seit circa 20 Jahren ist es so, wenn sich die Temperatur absenkt oder ich betrete einen kalten Raum, dann fängt es an, an der Stirn mit kaltem Schweiß. Und dann geht das auch den ganzen Körper, so wie es die Jeanette beschrieben hat. Aber bei mir rinnt es richtig in Strömen runter. Übers Gesicht auch? Übers Gesicht, auch die Haare, wie die Jeanette auch sagte, ja. Haare klatschnass. Aber immer nur, wenn du in einen Raum kommst, der kühler ist. Ja, also wenn irgendwie so ein Temperaturwechsel in Richtung kalt ist, das können manchmal wenige Grade sein. Also zum Beispiel jetzt in dem heißen Sommer, du kommst von draußen in einen Raum, wo eine Klimaanlage. Zum Beispiel. Und da ist es schon kühl. Dann geht's bei dir los. Dann fängst oder du an. Oder ICE, ne? Oder ICE, genau. ICE. Ja. So, und dann geht's los. Und das ist auch, habe ich das gerade richtig verstanden, der ganze Körper transpiriert dann. Ja, aber nicht an den Handinnenflächen. Und auch nicht an den Fußinnenflächen, wo vielleicht andere eher mal schwitzen. Ja. Wie lange hält das denn dann an, wenn du in einen solchen Raum eingetreten bist? Ja, das hält so lange an, das kann Stunden und Tage dauern. Ach, ja. Tage kann das dauern? Ja. Auch wenn du diesen kalten Raum dann wieder verlässt? Ja, also je eher ich diesen kalten Raum verlasse, und dann muss ich aber sehr, sehr, sehr viel Wärme zuführen. Ja. Also wenn ich, das kann bei mir zu Hause ja auch passieren, wenn ich im Keller zu tun hatte zum Beispiel. Ja. Oder man hat eine Gartenparty und dann wird es abends kühler. Ja. Dann muss ich mich ganz dick anziehen, vielleicht 5, 6 Pullover. Dann gehe ich in ein Zimmer, ich habe schon extra Heizung, so Radiatoren und dann muss ich auf 30 Grad heizen. Das heißt, wenn du dieser Sache versuchst, geschickt aus dem Weg zu gehen, dann belästigt es sich, lässt dich nicht so sehr. Das ist richtig. Das lässt sich manchmal verhindern, aber manchmal, wenn ich keine Möglichkeit habe, wenn ich auswärts bin, oder zum Beispiel mal im Hotel, wo nachts die Heizung ausgestellt wurde. Das war entsetzlich. Und wenn das dann so eine Art Schüttelfrost, der Körper wird eiskalt. Ja. So am Rücken rinnt irgendwie, also ist es wie so ein Kälteschauer. Und ich kann dann anziehen, was ich will. Ich kann decken, ich kann Bettdecken drüber machen. Es nützt nichts. Und permanent fließt der Schweiß. Ja. Es fließt und permanent. Das kann dann sich über Stunden oder noch länger hinziehen, wie du gerade gesagt hast. Ja, über 10 Stunden. Ne? Das heißt, du bist auch immer dann klatschnass und musst die Kleidung wechseln? Jede Stunde. Wie ist das denn, wenn du von einem, meinetwegen von einem warmen Raum im Winter raus in die kalte Luft kommst? Ja, also wenn ich mich zum Beispiel jetzt dick anziehe und mich bewege dabei, also Fahrrad fahre oder so, ist das kein Problem. Dicke Mütze an, also wenn ich mich dann gleich richtig anziehe, ist es kein Problem. Und auch wenn ich mich bewege dabei. Aber wenn du das nicht tun würdest, wäre das genau der gleiche Effekt, wenn du in eine kalte Frostnacht rausgehst. Ja, und seit 20 Jahren hast du das schon, sagst du. Ja, und es wird immer schlimmer. Also am Anfang dachte ich, na, bist halt empfindlich. Aber ich war bei vielen Ärzten auch, so wie die Jeanette. Die haben nichts gefunden. Ich bin kerngesund. Ich bin auch sportlich, schlank auch nicht und nichts, ja. Ich war bei Internisten, Endokrinologen, Hautarzt, Frauenarzt, die finden nichts. Und bei dir auch damals vor 20 Jahren, es fing einfach so an, ohne ersichtlichen... Langsam an schleichend, sagen wir mal. Ach, schleichend. Also ich habe gedacht, ich friere halt schnell. Und dann hat sich das so langsam so verstärkt. Ich meine, der einzige Vorteil ist in deinem Fall, ist, dass du wirklich das noch so ein kleines bisschen in der Hand hast, das dem auszuweichen. Ja, da ist noch schlimmer dran, das habe ich schon so empfunden. Wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe, nehme ich mir immer so einen kleinen Heizlüfter mit, weil mir das schon ein paar Mal in Hotels passiert ist, dass da keine Heizung war. Also überhaupt, wenn du im Sommer auf Reisen bist im Süden, bist du ja ständig damit konfrontiert, Außenluft sehr heiß, man kommt in ein Restaurant, in ein Hotel, irgendwo rein, wo die Klimaanlagen eiskalte ganz Luft produzieren. Ganz genau. Und deswegen nehme ich mir immer jetzt einen Heizlüfter mit, nur es war auch in den südlichen Ländern so, da passte der Stecker nicht. Das ich kam nachts spät erst an und konnte mir keinen Adapter mehr holen. Und das war eine Horrornacht. Das ist ja auch so absurd. Da fährst du in den Süden, um es schön warm zu haben, und nimmst deinen Heizlüfter mit. Das ist ja schon verrückt. Das kann man keinen erzählen. Wahnsinn. Ja, aber du hast dich jetzt auch quasi damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist. Eigentlich wollte ich jetzt auch, wie die Jeanette, mal hören, ob es nicht noch einen anderen Menschen auf dieser Welt gibt, der auch sowas hat. Ja. Und der vielleicht einen Arzt kennt, der sagt, das könnte, was weiß ich, mit dem Parasympathikus, was
Irgendwas, genau. Ja, ja. Irgendwas zu tun haben. Klar, ich biete es dir sehr gerne auch an, ja. in der Hoffnung, dass was kommt. Aber es ist jetzt so speziell, ich habe fast schon Sorgen, dass... Ja, aber wer weiß. Eben, es kann ja sein, weil jetzt Jeanette auch irgendwie mit was Ähnlichem... Genau. Also ist dann wirklich so, dass das manchmal 2 Tage geht und dann irgendwann merke ich, aha, jetzt kannst du diesen dicken Pullover ausziehen, mhm. die dicke Jacke und auch das dicke Kissen. Mhm. Ich habe dann ja Daunendecke und dicke Kissen. Ich friere dann trotzdem noch und habe Heizung an. Und irgendwann merke ich, aha, jetzt geht es in eine Wärme über, jetzt kann ich das ausziehen. Bist du auch im Sommer immer nachts im Bett dick eingepackt? Nee, also wenn es über 28 Grad ist, dann bin ich so wie andere Menschen auch. Mhm, ja. Also sagen wir 24 Grad ist so meine Lieblingstemperatur, das brauche ich auch zu Hause. Also ideal wäre es, wenn du nach Florida auswandern würdest. Und dann keine Klimaanlagen kaufen würdest und immer so. Das wäre dann deine Welt. Das darf auch nicht über 40 Grad sein. Nee, darf dann natürlich. Bin ich auch schon wieder empfindlich. Verstehe. Also Corinna, wenn sich jemand bei uns meldet, wie ich es gerade auch schon versprochen habe, wir reichen es sehr gerne an dich weiter. Ja, das wäre lieb. Und ja, schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, das gebe ich zurück. Ich höre gerne deine Sendung, nicht jeden Tag, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber finde ich ganz toll. Sehr nett von dir, dass du sagst, Corinna. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dir auch alles Gute. Danke, tschüss. Aha, hier ist nochmal der Frank, wahrscheinlich von vorhin, 47. Ja. Hallo ja. Frank. Hallo, hier ist Frank. Du warst gerade weg. Ja, es ging nicht anders. Ich bin im LKW unterwegs. Ah ja. Frank, du hast dich zum Thema Schweiß gemeldet. Richtig, ich bin Schweißfetischist. Ich stehe auf Frauen, die schwitzen, ihren Schweiß aufzunehmen, oral. Aha, du leckst also die Frauen gerne ab. Ja, okay, es ist jedes Mal so ein Rollenspiel. Es geht meistens von der Frau aus. Die Frau spürt oder die weibliche Person spürt, dass ich etwas habe an mir, was sie gerne auskosten. Ja, jetzt muss ich mal fragen. Du stehst darauf, dass du die Frauen ableckst, nicht die Frauen dich. Richtig, richtig. Ja, du die Frauen. Mhm. Richtig, also ich bin devot schon von, ich bin mal so einige Jahre lang eine Frau hörig gewesen. Devotes Lustobjekt, so wie hat sie mich im Prinzip immer vorgestellt, ihren Freundinnen. Ach so. Oder dementsprechend und mir ist das also vor immer, mir passiert das immer wieder, wenn ich einkaufen gehe, ich bin also solo, hab auch keine Freunde oder sonst was, bin auch die ganze Woche unterwegs, komme also samstags nach Hause oder sonst was, gehe einkaufen, vor 14 Tagen war es also so, dass ich also im Supermarkt war und ich bin relativ groß, ich gucke die an und sage, hallo, schönes Kind, kann ich Ihnen helfen? Und hin und her und dies und das. Ja, ich komme da oben an diese Sachen nicht ran. Das ist ja kein Problem, auch das ist toll. Und ja, kommt man irgendwie ins Gespräch und sagte sie auf einmal so ganz spontan, sagt, du, ich würde gerne mit dir, ja, ich möchte gerne, dass du mich, ich möchte mit dir schlafen. Ach, das im Supermarkt, innerhalb von... Ja, innerhalb von Sekunden, Minuten... Im Gespräch, okay. Du fängst an mit Hallo, du schönes Kind. Ja, so, oder schöne Frau oder sonst was. Also ich bin sowieso hilfsbereit, bekannt. Ja. Und bin auch in einer großen Organisation jahrelang aktiv gewesen. Ja. Bloß durch den Job ist das halt alles hinfällig. Aber ich bin halt auch so bekannt, dass ich hilfsbereit bin und. Ich merke schon, dass du ein kommunikativer Typ bist. Ja, also ich habe... Aber zurückzukommen zu dem Schweiß. Wie ist das denn? Lass mich nochmal fragen. Ja. Magst du die Frauen ungewaschen am liebsten oder sollen die sich vorher duschen und dann so richtig in Fahrt kommen und schwitzen? Also es kommt immer auf die Partnerin drauf an, wie sie sich von Haus aus fühlt. Das heißt, es gibt, ich sage 80% der Frauen haben einen relativ sauberen Schweiß. Ja. Das heißt also, das fängt an, sie betonen ihren Schweiß noch durch gute Parfüms. Mhm. Magst du, wenn Frauen dann noch Parfümgeruch haben oder magst du die Frau lieber pur? Ich mag die Frau lieber pur, ja. Aber wenn das, es gibt verschiedene Arten des Parfüms auftragen. Mhm. Es gibt das Parfüm direkt auftragen oder in den Randzonen. Ich sage mal unter den Achseln, man sollte nicht, die meisten Frauen sind heute rasiert. Mhm. Ich mag es beides. Wenn eine Frau sauber ist, einen sauberen Schweiß hat und diese Frau auf diesen Schweißfetisch aufsteht, ja. Es geht immer von der Frau aus. Ja.
Ich habe also noch nie selber, okay, ich habe dann zwar dann hin und wieder, wenn ich mal eine Partnerschaft hatte oder sowas, darauf hingearbeitet, dass ich also sie oral in den Achseln oder in im Haaransatz oder den Hund in den Ohrläppchen, weil dort sind die Nervenstränge so freigelegt, dass eine Frau dadurch im Schrittbereich feucht wird. Ja. Das ist so. Ja. Ich meine, ich bin Sanitäter ausgebildet, ich kenne so einen mehr als andere Männer. Ist klar, ja, Fachmann. Und, der Rücken ist Schulterblätter, es sind ich habe es grundsätzlich angeregt, oder ich lege es immer an, dass ich Latexlaken auflege. Mhm. Oder ich auch eine Frau mal in diesen Transparenzfolien, wie man sie zur Verpackung nimmt, einschweißt. Das heißt, dass sie da richtig dann wirklich so richtig transpiriert? So wie in der Sauna sitzt im Prinzip, ein Wärmebett. Ja. Im Bett ist also, dass eine Wärme von unten kommt, dass die anfangen zu schwitzen. Ja. Zuerst ist so eine kleine Abneigung dann dagegen, dass dann der Spieleffekt, dieses Rollenspiel von mir ausgeht. Ja. Aber sie finden es hinterher immer so rattenscharf. Aber das ist dann für dich ein ganz großer Augenblick, sie aufzublättern, ja, und dann richtig abzulecken. Richtig. Oder sie haben, ich hatte jemals eine längere Zeit eine Beziehung, die stand auf diesem transparenten Nylonzeug, also siehe diese Tüllwäsche. Ja, ja. Ja, das heißt, sie hatte eine schöne Spitzen-BH an, String-Slip oder sonstiges, Nylonstrümpfe. Mhm. Und dann kommt sie auf einmal, ich will, dass du meine Achseln ausleckst oder oral bedienst. Mhm. Und dann sie bestimmt, wo sie im Prinzip befriedigt oder ihren Fetisch ausgelebt haben will. Ich würde dich gerne noch fragen zum Thema Füße. Bist du da fies vor, wenn die Frauen die Füße nicht gewaschen haben? Oder magst du das unter Umständen auch sehr? Es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn ein Fuß extrem duftet, was ja ganz normal ist, ja, lasse ich meine Finger davon. Ah ja. Hat aber diesen weichen, verschwitzten Duft mit Nylons in Verbindung zu tragen. Und ich ziehe dann die Nylon aus und die Füße werden massiert und gehen dann über, dass man sie halt mit dem Mund berührt oder aufnimmt. Ja. Dann ist das was anderes. Es muss immer auch der Weg von mir, von meinem Instinkt oder von meinem Kopf her sein. Heute bin ich so scharf und will die Füße haben. Ich merke ja schon, dass du da der absolute Profi bist. Ja, bloß du weißt ja genau, was du willst. Ja, also das merkt auch die Frau oder die Partnerin in dem Sinn. Es kommt nie zum Geschlechtsakt, obwohl sie durch orale Bedienung oder durch Fingerspiele mehrmals zum Orgasmus kommen kann. Und wie kommst du? Und wann und wie kommst du zum Orgasmus? Ich komme dann meistens durch Onanieren komme ich dazu. Das heißt, die stehen auch meistens dann und sagen, oder ganz selten sagen dann, ich möchte dann mit dir Verkehr haben. Oder das kommt dann aus dem Rollenspiel drauf an. Ja, onanierst du denn dann in Anwesenheit der Frau? In meistens im Abgewandten. Sie schaut mich also da nicht zu oder sonst was. Aber im Raum, in demselben Raum? Im Raum, ja. Ich habe sie auch im Arm oder sie hat mich am Arm oder sie macht oral bei mir oder sonst was. Aber und das gehört zu dem Rollenspiel dazu, dass es nicht zum Geschlechtsakt kommt? Richtig. Ja. Und so lebst du immer oder fast immer deine Sexualität, so wie gerade beschrieben? Richtig, oder es kommt halt mit Wäsche noch dazu. Das heißt, manche sagen dann, komm, zieh mal einen geilen BH an oder sonst was. Also da habe ich da nichts bei, weil ich habe sowieso irgendwie, Das ist ja schon sehr speziell. Du hast gerade gesagt, dass du so solo bist. Hast du denn auch schon mal eine Partnerin gehabt, eine Beziehung, die mit der du das so leben konntest? Okay, ich habe so nach und nach immer wieder hingetastet. Ich war verheiratet gewesen, das ist dann fehlgeschlagen. Die wollte Kinder haben, ich auch, es hat nicht geklappt. In 8 Jahren Ehe, glaube ich, hatten wir 10 Mal Geschlechtsverkehr. Dann ist irgendwo mal der Wurm raus. Dann habe ich mich meiner Organisation hingetan und habe dann auf einmal gemerkt, so wenn ich beim Einkaufen war oder im Café oder sonst was, ich auch der hilfsbereite Typ, der Tisch steht vollkommen, pack die Scheiße auf ein Tablett, abgegeben und da kam das Lächeln von den meistens Servierenden oder Bedienungen rüber und also du hast dich dann dafür entschieden, quasi ein Solo-Leben zu führen mit dieser speziellen Sexualität. Richtig, und wenn ich jemanden kennenlernen würde, weil so, sag ich mal, es sind immer nur eine Nacht oder einmal intim oder einmal so ein Fetisch ausleben. Ja. Ich habe es schon gehabt, dass ich mitten in der Stadt sie guckte mich an und dieser Augenblick kam zu mir und da sagte sie dann so, stehst du auch auf NS? So, ich habe keine Probleme mit. Das habt ihr euch nur quasi durch Blickkontakt? Durch Augenkontakt, durch Blickkontakt. Ist ja verrückt. Die Frauen, die darauf aus
sind. Es sind immer mehr, bloß sie halten sich bedeckt. Ja, aber du hast wahrscheinlich... Hallo? Ja, ja, du hast wahrscheinlich dann auch so Signale, so irgendwie... Ja, es sind Signale, ja. Es sind auch teilweise, duftet die Frau im Ding, weil sie hat was Interessantes an, worauf mein Augenmerk ist, weil ich schaue einer Frau erst ins Gesicht, dann auf die Hände, dann auf den, sag ich jetzt, Busen oder auf den Po oder das auf sie anhat oder auf die Stiefel oder Schuhe oder sonst was. Jetzt würde ich dich gerne fragen, als doch sehr großer Geruchsfachmann offensichtlich, ich habe gerade über den Film Das Parfüm gesprochen. Gibt es ein Parfüm, ein Frauenparfüm, was dich radadoll macht, wo du sagst, wenn die Frau das hat, dann flippe ich kolossal aus? Das ist das Cinema. Cinema? Cinema, das ist ein absolut Parfüm und Chanel 5 und es gibt ein paar andere, die gut duften, die sind auch sehr gut hergestellt. Ja. Zum Beispiel, ich schwitze auch sehr schnell. Ich war durch einen Auslandseinsatz durchs THW, wo mir meine Ärztin oder die Ärztin der mit war gesagt hat, ich sage, ich stinke wie eine Sau, da sagt sie, rasier dir deine Achselhaare weg. Seitdem ich das mache, das ist also auch schon über 15 Jahre, rieche ich nicht mehr. Ja, weil wie würdest du denn darauf reagieren, wenn eine Frau so drauf wäre wie du und dich ablecken würde, deinen Schweiß? Würdest du das? Ich würde das rattenscharf finden. Ich bin jetzt Berufskraftfahrer bin, aber ich bin immer sauber gepflegt. Ja. Ich creme mich auch regelmäßig, also nach dem Duschen ein, dass der Haut ihren Fettanteil wieder zurückbekommt durch ihre schonenden Teile. Parfüm nehme ich auch nur angrenzen, niemals direkt auf die Achseln, sondern immer so unten darunter oder daneben, weil da entwickeln sich die Parfümstoffe. Verstehe. Also, gerne, ne? Frank, wenn ich da von einer Partnerin über, vielleicht ist jemand dabei und sagt, Mensch, das interessiert mich, wäre ich auch interessiert, Informationen bzw. Auch mit anderen Leuten drüber zu sprechen, kein Problem, ich bin offen. Also, das war sehr interessant für mich, mit dir zu sprechen. Du bist im Moment auf der Straße. Wohin geht's noch? Wohin musst du fahren? Es geht Richtung Trier. Ich komme von Hannover. Ich habe Stahl geladen. Ah ja, dann wünsche ich gute Fahrt und gutes Ankommen. Und weiterhin sehr viel Spaß bei deiner doch sehr speziellen Leidenschaft. Also wenn da Frauen auch mal bei euch anrufen und sagen, ich habe da vielleicht oder ist das oder sonst was, wäre interessant, auch nur mal durch Gespräche oder sonst was. Ja. Weil ich selber nicht im Internet bin, keine Zeit dazu. Ja. Ich bin also nur am Wochenende zu Hause. Und aber das kostet sich dann aus, wenn ich wieder jemanden kennenlerne. Okay, Frank, dann danke ich dir für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Okay, alles klar, danke. Tschüss. Hier ist Björn und Björn ist 24. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Björn. Ich bin gespannt, was du mir erzählst zum Thema Schweiß. Und zwar, ich habe seit 15 Jahren ungefähr geschwitzt. Und zwar unter den Achseln. Mhm. Und seit 4 Wochen eigentlich nicht mehr. Wie, seit 15 Jahren geschwitzt? Immer? Ja, also was heißt immer? Es war eigentlich egal, ob Sommer, Winter oder... ob du angestrengt bist, nicht angestrengt bist. Genau. Du hast immer nassen, die Achseln waren immer nass. Genau. Sehr nass, sehr, sehr stark. Ja, also ich hatte schon, also gegen Abend waren die dann, sag ich mal, tellergroß, waren Schweißflecken drunter. Also. Und hast du das auch gehabt, wenn du still gelegen hast? Wenn ich stillgelegen habe, nicht. Wenn ich geschlafen habe, auch nicht. Es war halt immer tagsüber und es kann natürlich sein, dass es eine nervliche Sache war oder eine Angstschweiß, aber das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt weniger, weil... Jetzt hast du gerade angehoben zu sagen, seit 15 Jahren habe ich geschwitzt und... Habe ich geschwitzt. Genau, und da ging es jetzt noch weiter gleich, ne? Genau, und seit 4 Wochen nicht mehr, weil ich habe mir seit vor 4 Wochen die Achselschweißdrüsen absaugen lassen und seitdem bin ich trocken, also trocken unter den Armen, also... und ja... Und seitdem schwitze ich nicht mehr und das ist ein sehr gutes und anderes Lebensgefühl als vorher. Ja, das glaube ich. Wenn man 15 Jahre immer das Hemd nass hatte unter den Achseln, ist das. Man kann die Schweißdrüsen unter dem Arm absaugen lassen. Absaugen lassen, ja. Das war früher, also ich hatte mich da auch sehr gut informiert im Internet und Ärzte konsultiert. Und es gibt halt diese Möglichkeiten, Botox zu spritzen, was dann ein halbes Jahr hält, dass man nicht schwitzt. Ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Genau, das
ist aber sehr teuer, weil das jedes Mal nach einem halben Jahr neu gespritzt werden muss und das kostet irgendwie 600 Euro. Botox ist doch das, wo die schönen und die reichen Frauen sich die Falten wegspritzen lassen. Genau. Ja, und dann habe ich mich halt erkundigt und da das halt alles sehr teuer war, habe ich dann von dieser Alternative Absaugen gehört, was man einmalig macht und danach nie wieder schwitzt, und das war natürlich eine sehr gute Alternative für mich. So, da habe ich jetzt eine ganze Menge Fragen zu. Tut es weh, dieses Absaugen? Es ist wie Fettabsaugen. Es wird mit einer örtlichen Betäubung gemacht. Man spürt von dem Eingriff selber nicht wirklich was. Es ist halt nur so ein dumpfes Gefühl, wenn diese Kanüle da die ganze Zeit was abschabt und absaugt. Aber man selber so spürt jetzt nichts. Also man hat keine Schmerzen. Wie viel von den Drüsen hat denn jeder Mensch unter dem Arm? Geringer Anteil, so dass es sich auf den ganzen Körper nicht beeinflusst, sag ich mal. Also nee, ich meine, wie viel von den Dingern müssen pro Achselhöhle rausgesaugt werden? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Weißt du nicht genau. Und die machen das mit einer Kanüle, also die fropfen da nicht irgend sowas drauf und ziehen das da raus, sondern man geht unter die Haut mit irgendetwas und... Genau, das wird bei mir waren es jetzt 3 Schnitte pro Achsel und dann geht man mit der Kanüle rein und schabt direkt unter der Haut die Drüsen ab und werden gleichzeitig aber auch abgesaugt. Das ist ähnlich, wie gesagt, das Fettabsaugen, nur dass halt diese Schweißdrüsen erst gelöst werden mit einer Kochsalzlösung und dann halt... abgeschabt und abgesaugt. Und definitiv, du schwitzt nicht mehr unter dem Arm. Nein. Du kannst machen, was du willst, du schwitzt nicht unter dem Arm. Genau, und ich war heute das erste Mal, also ich mache Sport halt auch in meiner Freizeit und war heute das erste Mal wieder im Fitnessstudio. Und das ist ja super praktisch, ne? Hab mir extra sogar ein graues T-Shirt angezogen, grau habe ich noch nie getragen, und weil man es immer da direkt sieht. Genau. Und ich war also vorne rum halt komplett nass, aber unter den Achseln war ich halt trocken. Tut das danach weh, wenn man das nach dem operativen Eingriff? Also ich habe das jetzt, wie gesagt, vor 4 Wochen machen lassen, jetzt tut es halt nicht mehr weh. Danach, also direkt nach dem Eingriff ging es halt, aber dadurch, dass man dann halt auch mit Schmerztabletten zugepumpt wird, ist es halt echt aushaltbar. Also es ist ein Schmerz, sag ich mal, den hat man vielleicht eine Woche und dann geht er zurück und dann... Ja. Ist es schon ein ganz anderes Gefühl. Wir werden wahrscheinlich viele Leute jetzt große Ohren bekommen haben. Ich hoffe es. Weil so, dass man das genau so macht, wusste ich auch nicht. Und es scheint ja relativ unkompliziert sogar zu sein und hoch effektiv sogar. Wie teuer ist das? Also, es ist eine Preisspanne von 1.300 bis 2.000 Euro. Also ich habe jetzt sogar das echt günstig für 1.300 bekommen. Ja. Und das, also je nachdem, also es wurden auch schon ein paar Fernsehberichte darüber gebracht. Und das zahlt aber nicht die Kasse, das muss man dann privat zahlen. Leider nicht. Also ich habe wirklich mit der Kasse darüber auch geredet und weil es auch irgendwann eine psychische Belastung für mich war und ich auch nicht mehr irgendwie geschäftlich irgendwie rausgehen konnte, weil man ja doch riecht und man musste sich immer was zum Wechseln mitbringen. Ja. Ich habe alle möglichen Deos durchprobiert, die es gab. Nichts hat geholfen und das war halt mein letzter Ausweg, sage ich mal. Und der Ausweg war die richtige Entscheidung, sage ich mal. Und es hat so gesundheitlich ist das nicht problematisch. Es hat ja auch einen Sinn, dass der Mensch schwitzt und jetzt kannst du unterm Arm nicht mehr schwitzen. Ist das okay? Haben die Ärzte oder der Arzt dir das so erklärt, dass das unbedenklich ist? Ja, das ist richtig, weil das sind 2% ungefähr von den ganzen Schweißdrüsen am ganzen Körper, die dann fehlen und das wirkt sich nicht auf den Körper aus und es wirkt sich auch nicht darauf aus, dass man dann an anderen Stellen, wie zum Beispiel Kniekehlen oder Füßen, stärker schwitzt. Weil die sind ja weg. Es verlagert sich jetzt nicht. Du hast gerade am Anfang gesagt, das kann vielleicht irgendwie mit Anspannung auch zu tun haben. Das ist ja eigentlich zudem auch noch eine interessante Fragestellung. Was steckte dahinter? Warum hat sich dein Körper an der Stelle so bemerkbar gemacht? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur eins, dass das relativ viele Menschen haben, dieses Schwitzen unter den Armen. Und ich glaube nicht, dass alle so viel Anspannung haben. Ich meine, ich habe zwar einen stressigen Beruf, aber das heißt immer noch nicht, dass es jetzt daran liegen könnte, weil in der Schule war es nämlich auch nicht unbedingt stressig. Hast du es auch gehabt?
da hatte ich es auch. Deswegen, deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt an der psychischen Sache liegt, aber es kann natürlich ein Grund mit sein. Beim Psychiater war ich natürlich deswegen nicht unbedingt, weil sonst bin ich eigentlich ein ganz normaler Kerl. Also wenn du jetzt unter deinen Armen selbst so riechst, ist es völlig geruchlos, weil da nichts ist. Nein, völlig geruchlos ist es nicht. Also man riecht trotzdem noch ein bisschen was. Es heißt auch nicht, dass die alle komplett weg sind. Es heißt, es ist ein riesengroßer Teil weg. Mhm. Es kann halt auch sein, das hat der Arzt auch gesagt, dass es entweder noch eine zweite Behandlung geben muss, nach 6 Monaten, dass man nicht beim ersten Mal alle Schweißdrüsen erwischt hat. Mhm. Aber es heißt auch nicht, dass man komplett 100% trocken ist. Es kann halt sein, dass man ganz normal weiterschwitzt. Bei mir ist jetzt der Fall witzig, dass du heute festgestellt hast im Fitnessstudio, dass ich gar nicht mehr schwitze darunter. Also eine große Erleichterung. Ja, riesengroße Erleichterung. Mhm. Also ich, mein Kleiderschrank, sage ich mal, füllt sich mittlerweile mit farbigen Klamotten und nicht mehr mit schwarzen, weil man vorher nichts anderes anziehen konnte, weil es einem auch peinlich war, wenn man irgendwie auf einer Party war und hat den Arm gehoben und man hat einen riesengroßen Fleck drunter. Es ist halt dann schon sehr peinlich. Ja. Wer hat diesen Eingriff gemacht? Ist das ein plastischer Chirurg oder ist es ein plastischer Chirurg? Ja. Ja, sehr interessant, Björn. Dann hoffen wir, dass somit dieses Problem wirklich für dich gelöst ist. Ja, auf jeden Fall. Und Schweißflecken ade, ne? Für immer. Ja. Die wachsen auch, die wachsen auch nicht nach, ne? Nein, die wachsen auch nicht mehr nach. Das ist halt der Vorteil. Was weg ist, ist weg. Ja, was weg ist, ist weg. Genau. Danke für den Anruf. Ja, danke auch. Alles Gute, Björn. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Nina ist hier. Nina ist, wo ist sie? Hier ist sie. Nina ist auch 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, hallo Nina. Hallo. Ich bin gespannt, was du mir erzählst zum Thema. Ja, also das Thema ist ja Schweiß. Mhm. Heute bei dir und ja, da kann ich auch einiges dazu sagen. Und zwar habe ich seit meiner Kindheit unter stark schwitzenden Händen gelitten. Mhm. Sehr, sehr stark schwitzende Hände. Und ich habe mich jetzt dieses Jahr im Sommer, habe ich mich jetzt zu einer Operation durchgerungen, die mein Leben eigentlich komplett verändert hat, weil jetzt ist weg. Kann man das da auch so, wie der Björn das erzählt hat, auch die Schweißdrüsen aus der Hand raussaugen? Nee, also das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar wurde ich, sind es zwei Nervenstränge, die laufen entlang der Wirbelsäule. Ja. Und das wurde praktisch abgeklemmt. Also da, ich habe es praktisch rechts und links, das musste man auf beiden Seiten machen, habe ich jetzt praktisch so eine Klammer und die Hand, also die blockieren diesen Schweißnerv und seitdem. Ach, es gibt in der Hand einen Schweißnerv, in jeder Hand? Das ist ein, ja, also ich weiß nicht, der heißt Sympathikus irgendwie und der verläuft, also der verläuft von oben bis unten, von der Wirbelsäule. Und wenn man den abklemmt an einer bestimmten Stelle, also der ist für praktisches Schwitzen an den Händen zuständig. Achso, den klemmt man hinten im Rücken irgendwo ab. Genau. Und dann hat das den Effekt, dass die Hand nicht mehr schwitzt. Genau, ja. Klingt aber wie eine komplizierte Operation am Rückenmark, oder? Ja, so komplizierter ist die Operation schon, weil es wird praktisch laparoskopisch gemacht. Das heißt, mit einer Kamera rein, also zwei Schnitte unter der Achselhöhle mit der Kamera rein und mit der anderen, also mit der Zange rein. Und also bei mir war das wohl ganz offensichtlich. Manchmal muss man da aber auch ein bisschen schauen und sich dann durch die ganzen Gefäße schlängeln und so. Mhm. Bei mir war das jetzt Gott sei Dank unkompliziert, aber das weiß man dann wirklich erst bei der Operation. Hat diese Operation große Risiken? Wie jede Operation natürlich auch, ganz klar. Ja, ich frage das ja in diesem Fall noch besonders, weil mir das so risikoreich erscheint, wenn man da am Rücken operiert. Weniger risikoreich für mich als Laien, als wenn man unter dem Arm mal ein bisschen was wegsaugt. Mhm. Ja, also das stimmt schon ein bisschen risikoreicher, also. Also hat man dir das vorgeschlagen? Hat ein Arzt dir das vorgeschlagen, das machen zu lassen? Nee, also das ist ja immer noch das totale Tabuthema und wenn man heutzutage zu Ärzten geht, die wissen das manchmal gar nicht, was das ist und es hat ja einen Namen, das heißt ja Hyperhidrose und manche wissen da leider auch gar nichts damit anzufangen. Also ich habe eben auf Eigenverantwortung im Internet geschaut, weil ich nicht mehr konnte und nicht mehr wollte, weil mich das so sehr belastet hat. Ich habe das meinem Mann habe ich das zum Beispiel erst eine Woche vor unserer Hochzeit gesagt.
was ich habe. Also und für mich ist es immer ganz schlimm gewesen. Ich habe mich teilweise auch zurückgezogen. Lass uns nochmal vielleicht in die Vergangenheit gucken. Ja. Es war so belastend, dass du immer klatschnasse Hände hattest? Ja. Immer? Also das war, ja. Es war sehr ausgeprägt. Also es waren nicht nur, es waren keine feuchten Hände, sondern es waren wirklich nasse Hände. Also das sah wirklich so aus, als hätte ich... Egal, in welcher Situation du warst. Genau. Und wenn du in einer sehr gestressten Situation warst, war es wahrscheinlich noch schlimmer. Natürlich, ja. Mhm. Das war dann immer so ein Auslöser, das war das, dann gleich... Das heißt, immer Angst vor dem Hände geben mit einem anderen Menschen. Ja. Ich habe mich dann immer zurückgezogen, also allein schon jeder Arztbesuch für mich war schlimm, wenn ich wusste, ich muss jetzt zu einem Arzt gehen und dem die Hand schütteln. Das war für mich Horror. Habe ich mir davor Gedanken darüber gemacht, wie ich das am besten vertuschen kann, ja, bevor ich... Habe ich gerade gesagt, du bist 24 Jahre alt. Wann, ja, wann genau fing das an? In der Kindheit schon. Also mit 7, 8, 9 ja, oder sowas. Genau. Mhm. Also es heißt immer, Hand sei Emotion. Ja. Und ich habe auch schon oft gehört, dass es irgendeinen psychischen Auslöser hat. Mag ja sein. Mag ja sein. Ich war auch schon bei einer Psychotherapeutin, weil ich gedacht habe, ich kann das so in den Griff bekommen, habe es aber nicht in den Griff bekommen dadurch. Und sie hat auch gesagt, ja, das gibt ja, ich habe ja etliches, ich habe so eine Stromtherapie gemacht und ich habe, wie heißt das, Aluminiumchloridsalben habe ich mir auf die Hände geschmiert. Was man dann alles so macht, ne? Haben wir gerade ja auch schon gehört. Wann hast du jetzt diese, wann ist diese Operation abgelaufen? Wann hat die stattgefunden? Im Juli. Im Juli. Mhm. Und es ist auch absolut gut gelungen. Du bist trocken in den Händen. Ja. Das muss für dich dann ja auch eine, genau wie Björn das gerade erzählt hast, hat auch eine ganz tolle Erfahrung jetzt sein, ne? Ja. Endlich trockene Hände zu haben, endlich jemandem die Hand geben zu können. Genau, das ist was ganz anderes. Also, soll ich das erklären? Ich habe auch einen Beruf, also ich habe Krankenschwester gelernt, also meine Ausbildung habe ich begonnen als Krankenschwester. Und da habe ich das halt auch gemerkt, wie problematisch das geworden ist. Mir sind Spritzen aus der Hand gerutscht. Mhm. Ich bin in die sterilen Handschuhe nicht reingekommen. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich einfach mich nicht auf meine Arbeit konzentriert habe, sondern hoffentlich merkt es niemand. Und ja, ja. Ja, hoffentlich kann ich den Patienten oder den Arzt oder wie auch immer gleich wieder loslassen. Wenn das so eine starke Belastung war, hat man denn in deinem Fall oder hat in deinem Fall die Krankenkasse das bezahlt? Ja. Das hat sie bezahlt. Hat sie bezahlt. Wie teuer war diese Operation, die mir komplizierter erscheint als die andere, die wir gerade gehört haben, ich weiß es nicht. Wie teuer war sie? Also ich denke so zwischen 3.000 und 5.000 Euro, genau weiß ich nicht. Das hat man mir so gesagt, zwischen 3.000 und 5.000 Euro, das, ja. Das musstest ist du denn dann die Ärzte zum Jagen tragen, weil du gerade sagtest, die meisten kennen das gar nicht oder die sperren sich da auch? Oder wie schwierig war es dann, einen Arzt, einen Chirurgen zu finden, der dann gesagt hat, okay, ich verstehe das und ich mache das auch? Und zwar, ich habe ja im Internet geschaut und dann bin ich irgendwann auf diese Hyperhidrose-Klinik gestoßen. Es gibt wohl eine Klinik, die sich nur damit beschäftigt. Und wo ist die? In München. In München, ah ja. Mhm. Und dann die habe ich dann eine E-Mail geschrieben und es war auch so, ich musste auch erstmal hin, weil es kommt nicht jeder dafür in Frage, für diese Operation. Und dann bin ich natürlich hin und dann musste ich einen Test machen und das gibt natürlich etliche andere Botox unterspritzen zum Beispiel. Haben wir auch gerade gehört schon, genau. Also es gibt noch etliche andere Sachen und bei mir hieß es dann, das ist so ausgeprägt und ich bin absolut, ich bin der Idealfall für diese Operation. Und ja, nur 2% dieser Leute, die sich operieren lassen, die bekamen es trotzdem noch. Und ich habe gehofft und gebetet, dass ich nicht zu diesen 2% gehöre, weil das wäre ganz schrecklich für mich allerdings gewesen. Allerdings, aber das bist du nicht. Du gehörst nicht zu den 2%. Nein, Gott sei Dank nicht. Und ist es bei dir auch so, dass das jetzt definitiv für dein ganzes Leben erledigt ist? Ja. Oder kann sich der Nerv da irgendwie nochmal neu regenerieren oder irgendwas? Gar nichts. Also das ist jetzt erledigt. Das ist erledigt. Also, diese zwei Klammern, die können ein Leben lang in meinem Körper bleiben. Die sind auch gut befestigt. Ich muss da nicht zur Kontrolle hin und nichts. Also das bleibt für immer so. Und also auch eine richtig tolle Lebenserleichterung und ein Qualitätszugewinn für dein Leben. Ja, auf jeden Fall. Bist du jetzt immer noch in deinem Beruf als Krankenschwester? Ja, ich habe meine Kleine bekommen. Ja.
Und deswegen, ich bin in der Ausbildung schwanger geworden, überraschend, und habe in der Ausbildung die Kleine gekriegt. Und deswegen habe ich jetzt den Beruf erstmal hinten angestellt, weil ich jetzt erstmal für meine Kleine da sein möchte. Das ist klar. Aber vielleicht steigst du dann irgendwann wieder ein. Ja, und das ist auf jeden Fall, das ist mein Traumberuf. Ja. Und ich hatte gerade noch eine Frage. Ist diese Operation auch in dieser Klinik in München gemacht worden? Ja. Die ist da gemacht worden, ah ja. Genau, die ist da gemacht worden. Mhm. Liebe Nina, das war auch sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, und sicher viele unserer Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Schön, dass du angerufen hast, und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für uns von heute zum Thema Schweiß in der Technik, war Malte Imels. Morgen sind wir wieder mit einer freien Themennacht da. Im Fernsehen sind wir 20 Minuten später im WDR-Fernsehen. Wir sind pünktlich bei 1 Live und pünktlich bei 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht, und ja, ihr könnt uns aber telefonisch morgen schon erreichen, wie immer ab 0 Uhr, mit allen Themen, die euch interessieren. Macht's gut, bis dahin, schlaf gut, tschüss.